Moin moin, liebe Freunde der analogen und dieses Mal auch digitalen Kriegshammerei. Total War Warhammer 2 ist ja nun am Start und natürlich lasse ich mich als großer Warhammer-Fan auch dieses Mal nicht lumpen und vergleiche mit euch in dieser Serie die Einheiten aus dem Videospiel mit denen aus der Tabletop-Vorlage. Kann der Tabletop-Spieler blind auf die Einheiten im digitalen Pendant vertrauen oder haben die eine andere Funktion? In diesem Video schauen wir uns die Charakterfiguren der Echsenmenschen an und vergleichen sie mit dem Armeebuch der 8. Edition von Warhammer Fantasy. Angeführt werden die Kaltblüter vom niemand geringeren als Lord Mazdamundi und seinem General und ehemaligen Guerillakämpfer Krokgar. Lord Mazdamundi ist der älteste lebende Slan und will den Plan der Alten erfüllen wie kein anderer. Leider bedeutet das, dass alle Völker, die nicht zum großen Plan gehören, ausgerottet werden müssen. Lord Mazdamundi war im Tabletop beritten. Also nicht er wurde geritten, sondern seine Sänfte war auf einem altehrwürdigen Stegadon namens Slark befestigt, so dass er auf ihn in die Schlacht ritt. Ohne sein Reittier konnte man ihn also gar nicht aufstellen. Er flog auf seiner Sänfte nur herum, wenn sein Slark erschlagen wurde. Sorry, der Witz musste jetzt echt sein. In Total War darf man Lord Mazdamundi tatsächlich in beiden Varianten aufstellen, mit und ohne Stegadon. Und wie bei Warhammer Fantasy ist der olle Mazdi komplett auf Magie gepolt und sollte trotz Stegadon nicht unbedingt jeden Nahkampf mitnehmen. Schauen wir mal, ob seine Fähigkeiten gut ins Videospiel übernommen wurden, denn Sonderregeln hatte der Mazdamundi genug, eigentlich mehr als Hintergrundtext. Passend zur Tatsache, dass er ein Meister der Magie für theoretisch jede Lehre war, wurde ihm für die Himmelsmagie das Lehrattribut gegeben. Und um seine Magiefähigkeiten weiter in den Fokus zu rücken, kann er magiertypisch nicht nur Energie kanalisieren, sondern hat die Möglichkeit zur großen Kanalisierung, um wie bei Warhammer mehr Energie zu produzieren und außerdem noch die Aufladezeiten seiner Fähigkeiten zu verringern. Mit dem Schild der Alten kommen wir zur ersten richtigen Slan-Fähigkeit, die natürlich auch Mazdamundi besitzt. In Total War gibt sie ihm und seinen Verbündeten um ihn herum einen Führerschaftsbonus sowie eine Magieresistenz von 44%. Das ist schon mal ein recht deutlicher Unterschied zum Tabletop, in welchem nur das Slan selbst einen Rettungswurf von 4+ bekommen hatte. Dieser wird aber einigermaßen durch seine Geschossresistenz dargestellt, die er im Videospiel hat. Die nächsten beiden Fähigkeiten der dicken Kröte sucht man im Armeebuch der Echsenmenschen vergebens. Die Verbannung und die Zerstörung von Städten sind zwei Fähigkeiten, die direkten Schaden austeilen. Die eine als Malstrom und die andere als Gebietsschaden. Dies kommt im Tabletop als Regeln zwar nicht vor, aber da hat Creative Assembly wohl gedacht, dass man etwas Hintergrundgeschichte der Figur ins Spiel bringen könnte. Denn laut einer Legende hat Lord Mazdamundi mit nur einer Handbewegung ganze Städte eingeebnet. Von seinen zwei magischen Gegenständen hat der alte Slan nur eine mit ins Videospiel an die Hand bekommen. Sein Cobra-Zepter fiel leider weg, aber die Sonnenstandarte hat es in die digitale Welt geschafft. Im Tabletop konnte sie einmal pro Spiel genutzt werden, um das Schießen auf ihn zu erschweren. Tatsächlich macht sie in Total War Warhammer 2 genau das gleiche. Seine Geschossresistenz steigt enorm und außerdem bekommt er noch einen kleinen Schutz gegen Nahkampfattacken kostenfrei hinzu. Im Großen und Ganzen ist Lord Mazdamundi immer noch genau das, was er im Tabletop war. Ein sehr, sehr starker Magier mit einem enormen Schadensoutput, der aber auch gut eigene Truppen boosten kann. Tatsächlich wurde er aber nicht im Genauen umgesetzt und gefühlt hat seine Ausrüstung und seine Fähigkeiten einen größeren Unterschied zur Tabletop-Figur als andere Charakterfiguren. Aber bei der Masse an Sonderregeln kann ich schon gut verstehen, dass Creative Assembly irgendwann mal einen Schlussstrich gezogen haben. Krokgar ist der erhabene Hornnacken-Veteran, der Sauruskrieger. Eigentlich der Saurus. Seit dem Erscheinen des neuen Carnosaurus-Bausatzes konnte man ihn mit Krokgar besetzen und seit daher kennt fast jeder Warhammer-Spieler die Echse mit der goldenen Hand. Krokgar war im Armeebuch von den Werten dennoch ein ganz normaler Hornnacken-Veteran, mit der Ausnahme, dass er und sein Carnosaurier Grimlock einen Rettungswurf von 5+ bekamen und er zwei magische Gegenstände hatte. Die schon erwähnte Hand der Götter und den verehrten Speer des Tlangsla.
Der 5+-Rettungswurf kam durch seine Sonderregel Heilige Brut Xottl. Xottl, oder ich glaube, die Mexikaner sagen Schottl, oder? Heilige Brut Schottl. Naja, welche in Total War keine passive Fähigkeit ist, sondern aktiv eingesetzt werden muss. Sie verstärkt für eine gewisse Zeit die physische Resistenz und Vitalität, was einem Rettungswurf nicht unähnlich kommt. Die Hand der Götter war ein gebundener Zauberspruch, der Schaden bei den Feinden verursacht hat. Im Videospiel, ja, können wir uns kurz fassen, dieser Gegenstand hat die gleiche Wirkung. Es ist ein Geschosszauber, der zwar seine Flammenfähigkeit eingebüßt hat, dafür aber besonders gegen einzelne Feinde wirkungsvoll ist. Der Speer, welche Boni beim Berechnen des Nahkampfergebnisses gab, hat es an sich nicht ins Spiel geschafft. Dafür sind Kroggas-Attacken aber rüstungsbrechend und gut gegen große Feinde, also wie eine Stangenwaffe in Total War. Natürlich hat er die typischen Fähigkeiten für einen Nahkampfhelden, und zwar den tödlichen Ansturm und eine ganz neue Fähigkeit, die es ihm erlaubt, aus dem Nahkampf zu entkommen. Die Flinkheit des Itzel. Das passt zwar zum Guerilla-Hintergrund von Kroggar, aber Flink und Sauruskrieger? Ach, ich weiß ja nicht. Während er bei Warhammer Fantasy nur auf seinem Carnosaurier Grimlock reiten durfte, gibt es Total War typische Progression für einen Kampagnenhelden. So darf er zu Fuß, auf einer Kampfechse, einer gehörenden Kampfechse und eben seinem Carni reiten, der mindestens genauso cool ist wie das Modell aus Plastik. Naja, durch die Animation sogar noch ein Ticken cooler. Da wir nun mit den Kampagnenkommandanten durch sind, kommen wir zu den generischen Generälen. Und ab hier beginnt ein Punkt, der mir sehr schwer fällt. Man muss Creative Assembly sowas von auf die Schulter klopfen, dass sie sich sehr nah an den Armeebüchern der Vorlage halten. Aber da die Möglichkeiten wegfallen, die einzelnen Charaktere individuell mit magischen Gegenständen auszurüsten, wird es hier leider doch recht einseitig. Bleiben wir beim Hornacken-Veteran. Immerhin hat Total War Warhammer 2 Kroggar etwas gesteigerte Werte gegenüber dem Veteran gegeben. Bei Warhammer Fantasy war da in diesem Punkt kein Unterschied. Der Hornacken-Veteran ist ein anführender Sauruskrieger, der im Gegensatz zu Kroggar keinen Speer, sondern eine Handwaffe trägt. Im Tabletop hatte dieser noch 4 weitere Waffenoptionen, die aber alle leider wegfallen. Ja, die Einheitenslots in Total War sind halt begrenzt und die Truppen spezialisierter. Dafür darf der Hornacken-Veteran aber ebenso wie im Tabletop zu Fuß durch den Sumpf warten, auf einer Kampfechse sprinten oder einen Carnosaurus reiten. Wie bei Total War typisch sind die Gegenstände, welche die Charaktere mit sich tragen, auf ihre Profession abgestimmt. So vergibt das Amulett des Itzel eine höhere Schadensresistenz und das Horn des Kigor Nahkampfboni für den Kommandanten und sein Gefolge in Reichweite. Zumindest den zweiten Gegenstand gab es auch bei Warhammer Fantasy, wenn auch mit einer ganz anderen Wirkung. Die eigentlichen Anführer der Ex-Menschen sind aber die Slann-Magierpriester. Einen haben wir ja schon kennengelernt. Lord Mazdamundi ist der älteste noch lebende der Magierkröten, die lieber jahrhundertelang meditieren, anstatt sich um die alltäglichen Probleme zu kümmern. Sie schweben auf ihren Sänften auf Stein über das Schlachtfeld und zaubern, was das Zeug hält. Wie auch im Verhältnis zwischen Kroggar und den Hornacken-Veteranen sind die Slann die kleinere Version von Lord Mazdamundi, nur weniger flexibel und mächtig. Den Slann-Magierpriester gibt es in 3 Varianten, mit der Lehre des Lichtes, mit der weißen Magie und der Magielehre der Himmel ausgestattet. Den letzteren habe ich übrigens bei meinem Standardgegner vor Jahren sowas von gehasst. Ah! Im Tabletop konnten sie theoretisch noch aus den anderen 6 Lehren der Magie Zauber wählen, aber jetzt mal ehrlich, 6 Varianten des Slanns wären dann vielleicht doch ein bisschen zu viel gewesen. Wie im Tabletop haben sie, wie Mazdamundi auch, das Schild der Alten, was ihnen einen magischen Schutz liefert und sowieso alle anderen Fähigkeiten, die Mazdamundi auch hatte, mit Ausnahme des Einebnen der Städte. Natürlich sind ihre Zauber und das Grundattribut auf die Magielehre angepasst. Mit der Blutstatue des Trotzes ballert der Slann auf seine Feinde, während er mit der Aura des Quetzels seine Nahkampfverteidigung erhöht, um nicht sofort vom allerersten Handgemenge von der Sänfte zu fallen. Beides übrigens Gegenstände, die man so nicht im Armeebuch findet. Nun sind wir mit den Kommandanten durch, kommen wir zur kleineren Abstufung, den Helden. Von denen gibt es bei den Echsen 4 Stück in Total War Warhammer 2.
3 Skinks und einen Saurus. Ich denke, dass wir mit letzterer noch anfangen. Zu diesen ist nämlich ja nicht allzu viel zu sagen, außer dass er eine abgeschwächte Variante des Hornacken-Veterans ist. Ein Nahkampfspezialist, der in allen Belangen weniger auf der Brust hat. Auch hier wurden ihm im Gegensatz zum Armeebuch die Waffenoptionen entzogen. Dafür trägt er aber von Haus aus einen Speer und somit kann man in einer Armee, die von einem Hornacken-Veteran angeführt wird, auch noch einen Helden haben, der mit seinem Speer gut gegen große Feinde ist. Ja, und wie den Veteran ebenso, kann man auch den Hornacken entweder auf Kampfechse oder Carnosaurus reiten lassen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, dass man dann tatsächlich eine komplette Monsterhorde steuern kann. Hey, aber so ist das auch im Armeebuch der 8. Edition von Warhammer Fantasy gewesen. Aber wer denkt, es gibt nur kämpfende Saurusse, der hat den Skink-Häuptling noch nicht gesehen. Okay, in den Nahkampf sollte der kleine Kerl auch nur im Notfall, da er im besten Falle die Werte eines normalen Chaoskriegers hat. Viel wichtiger aber war seine Funktion als Fernkämpfer hält. Mit einer ballistischen Fertigkeit von 5 war er überdurchschnittlich gut dabei. Und da fast alle Skink-Fernkampfwaffen giftig waren, war der Häuptling tatsächlich nicht ohne. Total War übernimmt diese Spezialisierung fast 1:1. Sein Fernkampfschaden ist enorm hoch und verursacht Gifttreffer. Zusätzlich darf man ihn noch auf einen Terradon, einen Stegadon oder einen ehrwürdigen Stegadon setzen, was ihn sehr vielseitig einsetzbar macht. Nur der Raptodactylus wurde aus seiner Reittierauswahl entfernt. Als letzte Heldenauswahl haben wir die Skinkpriester. Diese waren bei Warhammer enorm gut, da die Slans von ihnen aus Zaubersprüche sprechen konnten. Also, als Beispiel ließ man den Skinkpriester vorlaufen und sprach von dem Punkt des Skinks aus Zaubersprüche, ohne dass der Slan an die Front musste. Das ist in Total War jetzt leider nicht mehr enthalten, dafür hat man aber einen günstigen, weiteren Zauberer auf dem Feld, der entweder die Himmelslehre oder die Lehre der Bestien nutzen kann. Und das ist tatsächlich direkt aus dem Armeebuch übernommen. Ebenso, dass der Skinkpriester auf einem ehrwürdigen Stegadon durch die Gegend schaukeln kann, wobei, naja, da haben wir wieder eine Änderung. Im Videospiel darf er, wie der Skinkhäuptling, entweder auf einem Terradon, einem Stegadon oder einem ehrwürdigen Stegadon reiten. In der Tabletop-Vorlage war es nur das ehrwürdige Stegadon, das aber zusätzlich noch eine Maschine der Götter auf dem Rücken trug. Diese gibt es in Total War Warhammer 2 aber bisher nicht. Nun, Freunde der Kaltblütigkeit, damit sind wir am Ende der Fahnenstange. Das waren alle Charaktere der X-Menschen. Im Detail, finde ich, hat sich Creative Assembly einige Freiheiten rausgenommen und abgeändert, was ich jetzt aber auch nicht so schlimm finde. Im Endeffekt machen die X-Charaktere genau das, was sie auch im Tabletop gemacht haben. Wobei ich es schade finde, dass sie die Figuren fast 1:1 übernommen haben, denn die Charaktere der X-Men sind immer nur größere oder kleine Varianten der gleichen Art, ohne viel Spezielles zu liefern. Im Endeffekt läuft es halt einfach darauf hinaus, dass man alle auf große Monster in die Schlacht reiten lässt. Und das, ja, ist nicht allzu weit weg von den analogen Bewohnern Lustrias. Das kann man positiv oder auch negativ sehen. Welche Charaktere hättet ihr denn gerne im Videospiel gesehen? Welches waren eure Lieblings-X-Menschen-Figuren bei Warhammer Fantasy? Schreibt es mir in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, tja, dann wisst ihr, ne? Aufs Abo klicken.